Herzlich willkommen, ein fröhliches Moin zurück zu Let's Play Risen. Warum bin ich eigentlich hier? Oh. Da lag noch einer. Ich schaue erstmal, wie viel Mana-Tränke ich habe. Ich wollte mich heute ein bisschen sputen und in Richtung. Ich sollte mir noch ein paar Tränke machen. Was wollte ich sagen? Und noch etwas. Wenn ich mich genauso im Spiel spute wie gerade im Text, dann wird das eine richtig rasante Runde. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich wollte mich sputen, damit wir schnell ins dritte Kapitel überleiten können. Das wollte ich eigentlich sagen, nicht mehr und nicht minder. Komm, ich mache hier mal den Staubhaufen weg. so viel zum Sputen, ja. Warte, erstmal schlafen, das wird ja genug Mana haben. Dann will ich nochmal dort rein, wo die Echsenmenschen zuletzt waren. Wir müssen nochmal in die Bücherei rein. Denn hier ist zu. Und ich will an dem Alchemietisch. Ganz dringend sogar, weil ich Tränke brauche. Und ohne gescheite Anzahl an Tränken brauche ich gar nicht erst versuchen. Ich will. Du bist. Die Festung ist sicher. Mendoza hat einen Krieg begonnen, der nicht mehr aufzuhalten ist. Die Echsen in der Festung waren nur der Anfang. Sie werden über die ganze Insel herfallen. Ich will das dritte. Du. Wie können wir den Krieg gewinnen? Gewinnen? Hier gibt es nichts zu gewinnen. Unsere Brüder sind tot. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Flamme zu schützen. Du musst dich um Mendoza kümmern. Was genau meinst du mit kümmern? Meine Hoffnungen ruhen jetzt auf dir. Mendoza muss beenden, was er begonnen hat. Ich will, dass du an seiner Seite bist. Ja, cool. Aber folge ihm nicht blind. Benutze deinen Verstand und triff deine Entscheidungen weise. Hm. Alles klar. Apropos weise, ich werde jetzt mal ganz weise ein paar Äpfel knuspern. Und, ich will auf jeden Fall nochmal die Bücherei bzw. diesen Alchemietisch besuchen. Ich esse jetzt einfach ein paar. Ich finde das sehr gefräßig. Hier war ich aber schon, oder? Sonst steht hier nur noch Scheiße. Gut, das war eindeutig. Wie komme ich denn nochmal hier? Hallo? Kenn ich schon. Ich wollte hier ziehen. Hallo? Geht nicht weiter. Merkwürdig. Wenn hier wenigstens alchemietisch irgendwo wäre, Kristallkugel des Öffnens. Brauche ich nicht. Hüpf. Warum ist das rot? Warum ist das rot? Hier steht etwas über Magie. Über Magie. Über Magie. Rezeptur. Cool. Ach. Aha, ich kann mit Reiselust Erfahrungsdinger sammeln. Ja, cool. Mit Reiselust. Mensch. Was es nicht alles gibt. So.
Nichtsdestotrotz kommen wir, glaube ich, gar nicht mehr zum Alchemietisch. Da wollte ich ja eigentlich hin. Gibt es hier eine Regionalkarte? Jo. Dann mache ich mich doch mal klein. Hier. Okay. Aber ich könnte mir noch mal den Schlüssel öffnen bauen. Aber ich habe nicht so viele Spruchrollen, ne? Ich lasse das mal. Moment, die habe ich auch schon gelesen, oder? Sonst steht hier nur noch Scheiße. Ich habe 139 Weisheit, das heißt, ich brauche noch 11. Ich hoffe, ich finde sie bald. Ja, perfekt. So, ich könnte 6 Erfahrungsdinger bauen. Will ich gar nicht. Ich will lieber diese hier bauen. Ich habe nur eine Mana-Pflanze? Weißt du was, dann nimm das, bau das. Ich habe nur eine Mana-Pflanze? Mana-Pflanzen, Mana-Kräuter und Mana-Wurzeln gab's doch, oder? Das sieht gut aus. Mana-Pilz, Mana-Pflanze, Mana-Wurzel. Oh Gott. Aber so viele? Jetzt sind meine ganzen Fläschchen weg, ne? Ich überlege gerade, ob ich nicht sowas auch noch bauen sollte. Auf jeden Fall. Denn die Heldenkronen will ich eigentlich nur dafür ausgeben. Ich will sie nicht für Stärke ausgeben. Ich will sie nicht für das da ausgeben. Dann kann ich sie mir auch jetzt schon machen. Könnte ich die auch schon alle wegschlürfen. Mir fehlen dafür Beeren. Den Rest mache ich in Mana trinken. Ich muss mich vorbereiten. Das sieht gut aus. Ich könnte das Mana entweder lernen oder ich könnte das Mana so steigern. Immer noch 50 Lernpunkte. Wir steigern es so, was soll's. 15. Das würde bedeuten 60, 70, 75. Maximales Mana mehr. Also verdoppeln quasi. Ich leg's mir mal auf die 8. Die schlürfe ich jetzt weg. Nicht den Schrank geöffnet? Bestimmt, ne? Ich gehe jetzt immerhin in den Vulkan rein. Ich brauche das Zeug. War ein Schluck auf. So, fertig. Ja, komm, die Reiselust kann ich auch noch nehmen. Wenn ich mir das schon herstellen kann. So, dann noch ein bisschen 6. Hab ich hier jetzt schon reingeguckt? Ja, kenne ich. Kann ich hier schlafen? Ich schlafe einfach nochmal bis mittags, komm. Wenn Dossa da jetzt tagelang gewartet hat. Das sieht schon immer ein bisschen merkwürdig aus. Wer auch immer das gebaut hat, der muss sich sicher gewesen sein, dass die Leute dachten, da geht's bestimmt geheim weiter. Moin. Ich
muss mal Abrax Bescheid sagen, dass sein Portal, sein Tor wieder geöffnet ist. Das war der Falsche. Ich brauche Tränke. Oder auch nicht. Brauche ich Tränke? Ja, eigentlich schon. Komma, aber. Wenn ich mir die jetzt alle kaufen würde, ne? Habe ich noch irgendwas, was ich verticken kann? Vielleicht noch ein paar Ringe. Ein bisschen davon, Schnickschnack. Ich will natürlich das Beste noch behalten, ist ja klar. Maximal Lebensenergie, Axtkampf, Stich- und Hiebwaffen, Schleichen. Eigentlich kann ich einen Schleicher auch weggeben. Ja doch. Was haben wir hier noch? Da sind noch ein paar Stäbe. Dann haben wir noch Kram hoffentlich. Staubhaufen. Ärmel. Abgerissene Ärmel. Bei dem meisten Zeug weiß ich gar nicht warum. Willst du ein paar Felle haben? Was bringen denn 25 Felle? 100. Was bringen denn 50 Zähne? Mehr. Achso, jetzt hätte er es andersrum gemacht. Wie viel möchte ich verdicken? 50. 100. Zähne sind halb so wertvoll wie Felle eines Wolfes. Okay. 81 Goldbrocken. Ich denke, ich werde nicht 48 davon kaufen. Wir werden mal 20 davon kaufen. 28. So, fertig. Und ein paar Fläschchen. Ich habe keine mehr. Und das brauche ich auch. Und das brauche ich auch. Ich gucke nochmal, wie viel ich davon noch habe. Wie viel Wasser habe ich noch? Wasser, 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 Wasser. Steht hier gar nicht, ne? Habe ich irgendwo Fläschchen? Da, Wein. Einen Wein habe ich noch. Das ist ein bisschen dünn. Zweimal Tee. Was auch immer ich mit Tee mache. Fläschchen habe ich alle aufgebraucht. Und Wasser? Zum Geier habe ich Wasser. Müsste hier bei Nahrung sein. Ah, 36. Ja, dann brauchen wir da nicht ganz so viel. Mach mal 14. So. Komm, das handeln wir einfach mal so. Tschüss. Alles klar. Dann gehen wir mal rein. Nochmal speichern. Kann man gar nicht oft genug machen. Man weiß ja nie. Nachher kommt jemand um die Ecke, tot. Und nochmal automatisch, ja, sag ich ja. Man kann nicht automatisch genug speichern. Der Satz war so in Ordnung. So. Was war das? Der Feind. Endlich kennen wir sein Gesicht. Nun kann er sich nicht mehr vor uns verstecken. Was hast du vor? Wir werden in den Berg hinabsteigen und unsere heilige Mission erfüllen. Ich mag die Stimme. Hier und jetzt wird sich das Schicksal dieser Insel entscheiden. Kapitel 3. Der Tempel. Bin bereit. Wenn ich sage, ich muss noch was erledigen, geht er mich schon mal vor. Deswegen bin ich bereit. Ich bin bereit. Gut. Mir nach. Ja. Ich wollte nicht mit dir reden, ich wollte das Schwert aufheben. Halt, lasst mich vor. Ich bin im Dienst, ich bin durch, lasst mich Arzt. Ja. Lass mich doch mal vor, Mann. Ich helfe dir. Das Vieh wird uns keine Probleme mehr machen. Schlecht.
Die anderen Viecher machen wir auch noch platt. Welche anderen? Verdammt! Okay, alles klar. Ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, zum Priester, zum Druiden zurückzugehen? Lass mich! Ich werde mich trotzdem nochmal umsehen. Schriftsäule. Diese Festung wurde von vielen erbaut, doch sie folgte nur einem Befehl. Meinem Befehl, denn ich bin Ursigor, Herr der Titanen, Befehler der Echsen. Ich hab Befehler der Erbsen gelesen. Sei gewarnt, Fremder. Was auch immer du hier suchst, finden wirst du nur den Tod. Herr der Titanen. So. Wie, gab das keine Weisheit? Magie wirkt hier nicht. Ich befinde mich in der Anti-Magie-Zone. Wir gehen nochmal zurück. Oder nicht? An der Wurzel. Nee, zurück. Ich habe jetzt gespeichert und mache dasselbe, was ich in jeder Folge bisher gemacht habe. In den letzten drei Folgen bin ich immer zur östlichen Küste zurück, zur Ostküste, um dort nämlich mit dem Druiden zu sprechen. Der gesagt hat, sobald wieder reingehen, soll ich unbedingt mit dem Druiden reden? Sitzt er noch? Sonst kann ich mich gleich nochmal laden. Aber ich denke, der wird mir nicht mehr erzählen. Ich sollte ja eigentlich mit dem Druiden reden, bevor wir das Portal öffnen. Ich habe mit ihm gesprochen, bevor wir das Portal öffneten. Ich habe mit ihm kurz danach gesprochen, nachdem wir das Portal öffneten. Jetzt wird er es auch nicht mehr wissen. Gib auf dich Acht. Ah, hab ich doch gewusst. Wir laden nochmal. So, dann reden wir eben mit dem Chef. Mal sehen, was der von uns möchte. Auf jeden Fall gab es da drei Wege. Drei Wege schon ordentlich. Was ist das? Ach, ein Schwert hat er noch. Ist das Kato? Was? Wie? Du! Siehst du das Tor? Was ist damit? Wir müssen es öffnen. Schnell! Hast du einen Plan? Wenn man ein Tor schließen kann, kann man es auch öffnen. Ich werde Kundschafter aussenden. Sie müssen den Mechanismus finden. Ich vermute, es gibt mehr als einen. Also haltet die Augen auf. Du wirst gehen. Sieh du dich im Norden um. Was kannst du mir beibringen? Was ist das hier? Eine uralte Festung, würde ich sagen. Vermutlich von den Echsen, die uns schon am Portal begegnet sind. Aber sie wird uns nicht aufhalten. Alles klar. Heißt das jetzt, ich gehe oder wir gehen? Ich glaube, ich gehe. Lies sie das Ding jetzt auch erstmal durch. Oh, guck mal, wer da ist. Magie wirkt hier nicht. Magie wirkt hier nicht. Sag mal, wie groß ist denn diese Zone? Magie wirkt hier nicht. Man kann sie nicht hören. Wen kannst du riechen? Die Echsen. Sie sind hier. Hinter der Mauer. Und jetzt solltest du lieber deine Befehle befolgen. Das will ich ja. Magie wirkt hier nicht. Magie wirkt hier nicht. Ich komm. Helfe dir. Ja, dann hilf mal. Aua. Ich helfe dir. Au. Ja. Du legst dich nicht mal mehr mit mir an. Ja. Die Biester müssen sterben. Alle. Ach, hier kann ich es wieder nehmen. Interessant. Mach doch erstmal Licht. So, gut, den einen habe ich jetzt nicht in Erfahrung umgewandelt. Also, von dem einen habe ich eben keine Erfahrung bekommen.
Das ist eine sehr merkwürdige Gegend. Alles sehr kleine Gänge. Oh, moin, ne? Hurra! Da hat mich auch gefreut. Mein Gott. Eine Karte wäre toll, ne? Okay. Habe ich denn eigentlich noch Mana Pflanzen, Mana Wurzeln habe ich noch? Die echt schon alle verbraucht? Heil, 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 Grünblatt. Oh, Minze. Soll ich da jetzt rüber? Hast du das Gefühl, dass das nicht unbedingt gewollt ist, dass ich hier rüber gehe? Ah! Oh, ich bin erschrocken! Ha! 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 Mann! Ich muss mich so erschrecken! Kann ich eigentlich rauf? Dann könnte ich nämlich theoretisch, ich kann sowieso, könnte ich diese Levitation benutzen. Ich glaube, das braucht nicht zu viel Mana. Hallo? Etwas Glück kann ich da hinten drüber levitieren. Ja. Anderen Weg suchen? Nee, noch nicht. Noch ist es zu früh dafür. Wir levitieren nochmal. Mein Licht ist jetzt wieder weg, weil ich geladen habe, denke ich. Was ist das hier? Das ist definitiv eine Falle. Wir gehen erstmal woanders lang. Ich vermute, dass diese Tür irgendwann aufgeht. Oh. Was auch immer der da gerade gemacht hat. Nein. Der Puff. Ich will Stiegel 3 lernen. Manu. Achso. Da oben muss man auch irgendwie raufkommen. Ach, das Licht ist schon wieder aus. Was? Steinplatte. Cool. Gleich mal lesen. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Noch 7 Weisheit. Wir sind ja von hier oben gekommen, ne? Ja. Na, jetzt brauche ich noch kein Licht machen. Das kostet nur. Sag's mit X. Hier ist wohl nix. Da mal. Kann er nicht mehr fallen? Ma-
Magie wirkt hier nicht. Magie wirkt hier nicht. Was machst du? Nichts. Hast du dich gerade gefragt, was ich da mache? Ich versuche die Welt zu retten und du stehst nur da rum und guckst zu. Dafür esse ich erstmal einen Apfel aus Frust. So. Erstmal Licht. Okay. Aha. Na, ein Glück habe ich noch Nautilui. Nautilusius? Nautilula. Na, du weißt schon. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich bin. Die Musik ist so schön ruhig, beschaulich. Kann ich eigentlich runterfallen? Ja. So, ich bleib noch klein. Vielleicht kann ich das gebrauchen. Noch einer ohne Fahrschein. Erstmal ein Trank. Oder zwei. Denk dran, es kann hier Fallen geben. Naja, warte mal, ich muss erst mal hier drüben gucken. Nicht, dass ich was verpasse. Oben. Ich hätte es ja gut gefunden, wenn mit Steigerung der Weisheit auch die Stärke nochmal zunimmt. Der Zauber oder was auch immer. Weisheit ist ja nur dazu da, um andere Zauber zu lernen. Schade eigentlich. Oder dass Stärke vielleicht dann nochmal hindeutet. Mal Ringe an den Wänden. Ach, er hat gerade gespeichert. Egal. Alles klar. Warum höre ich den hier unten, aber oben höre ich ihn nicht? Da ist es auch merkwürdig. Solche Falltüren sieht man immer gar nicht, finde ich. Doch, sieht man. Hoi! Sehr gut. Da ist noch ein Ring. Auch nix. Ich muss mal alle Ringe prüfen. Vielleicht bewirkt ja irgendeiner was. Da ist wieder eine Falle.
Aber ich weiß immer nicht, wie ich die... Muss der drüber levitieren? Fläschchen? Das war... Nein. Fläschchen? Nee. 6. Ist das ein Pferd? Hab ich gerade ein Pferd gehört? Das sind Eier. Ah, unter mir. Geht's runter. Ich will da nicht rein. So, noch einer. Das ist unfair. Den sehe ich noch nicht. So. Ich nehme einen davon. Und dann nehmen wir einen davon. Amana-Pilz, hey. Ich hab schon wieder eine halbe Stunde auf dem Konto, ne? Ich würde hier gerne mal wieder raus. Irgendwie. Hä? Hab euch gesehen. Okay. Steinplatte. Hoffentlich was Gutes. Also, mal Lektüre. Hier steht etwas über Magie. Jetzt fehlen nur noch 3. Da ist eine Winde, mit dem ich das bestimmt öffnen kann. Ich speichere mal. Ah, okay. Na, dann winden wir uns doch mal. So, das müsste doch eigentlich... Der liest dann noch fleißig seine Schriftrollen. Aber wenn ich hier zurückgehe, muss ich doch nochmal durch die Falle durch. Kann ich doch lieber da unten abstürzen, oder? Ich speichere hier mal. Vielleicht war das andere auch einfach nur eine Sackgasse. Kann ich hier so irgendwie... Lol. Ich glaube, ich kann nicht mehr fallen. Finde ich irgendwie lustig. Ich habe eine Winde gefunden. Das Tor ist immer noch verschlossen. Vielleicht gibt es noch eine weitere Winde. Ich habe Rufus bereits nach Süden geschickt. Wo ist Süden? Folge ihm. Vielleicht braucht er Hilfe. Erstens, wer ist Rufus und wo ist Süden? Wir machen erstmal Licht. Ich gehe einfach nochmal lang. Ich gehe mal davon aus, dass der hier lang gelaufen ist. Oder auch nicht. Ich war hier doch schon überall, oder? Oder? Interessant. Jetzt müsste ich eigentlich nochmal rauslaufen. Soll ich das mal rasch machen? Who cares?
Wo ist Süden? Und wo ist Rufus? Ich lerne jetzt den dritten Kreis. Ich lerne jetzt das dritte Siegel. Dann kann ich immer schön Schlösser öffnen. Ach, immer diese Anti-Magie-Zone. Die ist doch lästig. Da war ich noch nicht. Da gehen wir das nächste Mal rein. In der nächsten Folge. Nee. Ach, ich müsste eigentlich die Folge beenden, ne? Ja, pass auf, dann lernen wir jetzt das dritte Siegel und in der nächsten Folge gehen wir dann nach Süden und zu Rufus. Machen wir das so. Das ist doch eine Idee. Magie. Hü-hüpf. 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 Wo ist denn Ignatius, wenn man ihn mal braucht? Klong. Ich glaube, das ist derselbe Gong wie aus Gothic 2. Ich will das dritte Siegel verstehen. Dein Geist schreit nach Erleuchtung. Wir werden das Ritual durchführen, sobald du bereit bist. Ja, klar. Ich bin bereit für das dritte Siegel. Gut, beginnen wir. Gor Talaman Insignor. Was? Nun ist dein Geist erleuchtet. Du kannst das dritte Siegel verstehen. Ja, cool. 200. Sehr schön. Was können wir denn jetzt alles? Eile. Das können wir vorher schon. Braucht Levitation, das konnten wir vorher schon. Skelett beschwören. Okay. Okay. Starke magische Heilung. Okay. Schlösser öffnen. Cool. Telekinese. Witz erzählen, das konnten wir vorher auch. Speichern. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Zurück unten in der Vulkantempel. Bis dahin. Tschüss.